Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted Aussie. Vergleichvideo, und zwar den HB Racing RGT8E und den HB Racing E817 V2. Fast dasselbe Auto, wir gucken, was die beiden, wovon die beiden sich unterscheiden. Jetzt habe ich es, viel Spaß, jetzt geht's los. Los geht's mit dem Vergleichsvideo. Ich werde immer wieder kleine Einschnitte reinbringen. Ich werde die Kamera diesmal nicht verstellen, sondern ich werde hier mit euch sprechen und immer wieder Einschnitte reinbringen, wo in dem Moment, wovon ich spreche und was ich meine und in dem Moment auch vergleiche. Seid darauf gespannt. Oder gefasst eher gesagt. So, wir fangen an mit dem Vergleich. Was haben wir hier? Wir haben hier einen GT. Ich halte ihn nochmal hoch. Das ist der GT von HB Racing. Ziemlich neu auf dem Markt. Nicht so, wie ihr hier gerade seht. Das ist meine lackierte Karo. Das ist die Blitz GT2 Karo. Die ist leider nicht dabei. Und was sehen wir hier? Das ist die neueste Version des Buggys. Die aktuellste Version noch. Es soll wohl dieses Jahr noch eine rauskommen. Aber das ist der HB Racing E817 V2. Ich blende es hier nochmal ein. das ist der Buggy. Beides 1:8, beides brushless. Wir gucken, was die beiden voneinander unterscheidet, weil ca. 75% des Autos, beide Autos, sind gleich. Es ist nur wenig, was die beiden nicht gemeinsam haben und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Fangen wir an. Ich entferne die Karosplinte. Das habe ich vergessen. Für die hinteren Karosplinte brauche ich eigentlich immer eine Zange, weil ich noch die Kabelbinder nicht dran habe. Ja, ich brauche sie. Ja. Kommen wir gleich zu Punkt 1, wo die beiden Autos sich unterscheiden. Vier Splinte, zwei Splinte. Punkt 1. Nein, wir nehmen die Karo ab. Da war ich vorbereitet. So, wir fangen an. Ich hebe jetzt erstmal das Auto hoch, von dem ich rede, und dann wisst ihr auch, was los ist. Hier sehen wir jetzt einmal den Aufbau vom GT. Das sieht so aus. Das sieht beim Buggy eigentlich fast genauso aus. Das blaue HZ, was ihr jetzt seht, das ist ein Spool, den ich zum Test drin habe, weil ich das Auto auch mal mit dem Spool testen möchte. Ich hatte es jetzt erstmal eingebaut. Nochmal Fabian, danke, dass ich mir das ausleihen durfte. Es passt, man musste nur ein bisschen was anpassen, das werde ich aber nochmal zeigen. Und das ist der Aufbau vom GT. Einmal angucken, einmal merken. Und das ist der Aufbau vom Buggy. Machen wir auch gleich in dieselbe Richtung. Das sieht doch ziemlich gleich aus. Da sehen wir jetzt auch beim HZ. Das ist noch ein Middle Diff, wie es eigentlich dabei ist. Das ist noch das Stahl-HZ, genau. Und natürlich ist eine andere Kombo drin, nicht dieselbe Kombo. Das wäre auch echt ein großer Zufall, wenn wir dieselbe Kombo hätten. Nein, aber das ist das im Grunde dasselbe Chassis. Es ist die gleiche Anzahl von Carbon-Teilen. Es ist die gleiche Anzahl von Kunststoffteilen. Es ist eigentlich vom Chassis her alles gleich, bis auf, wie gesagt, ein paar Feinheiten. Da gehen wir jetzt drauf ein. Was gleich auffällt, was der GT hat und der Buggy nicht hat. Dann machen wir es mal so. Was hat der eine, was hat der andere nicht? Der andere hat vier Karo-Halter. Also der GT hat vier Karo-Halter und einen Frontrammer. Der Buggy hat einen kleinen Kunststofframmer und einen Heckflügel. Das ist schon mal das grobe Optische, was die beiden unterscheiden. Der eine fährt Asphalträder, der andere fährt Offroadräder, Buggyräder. Größerer Unterschied hier ist jetzt, wovon sich ein Buggy vom GT unterscheidet. Und zwar sind das Dämpferbrücken und Dämpfer. Und zwar gucken wir uns einmal die vom Buggy an. Ich hebe es hoch, ich mache trotzdem eine Aufnahme. Hier ist eine Alubrücke, 7075 Alu-Dämpferbrücke. Lange Dämpfer, sehr lange Dämpfer, auch hinten. Dasselbe Spiel, hinten Alu, vorne Alu und Buggy-Dämpfer.
4. Carbonbrücken, vorne und hinten, flacher, weil kurze Dämpfer, für ein GT üblich, kurze Dämpfer zu nehmen, damit sie straffer arbeiten. Wir brauchen keinen langen Federweg, wir brauchen kurze Federwege, die präziser arbeiten. Ne? Weil wir haben auch, wir brauchen auch keinen langen Federweg, weil wir auf meist ebenen Strecken fahren, wo es nicht wirklich üblich ist. Ne? Das war schon mal der größte Punkt, was den Buggy vom GT unterscheidet. Es sind Dämpferbrücken und Dämpfer. Jetzt gibt es aber noch Sachen, wo ich mir dachte, okay, das könnte es ja schon gewesen sein, wo ich mir dann denke, dann brauchst du das Video ja nicht machen, wenn es nur das ist. Ja. Aber ich habe noch ein paar Sachen entdeckt. Und zwar haben wir beim GT haben wir CVD-Wellen. Und beim Buggy haben wir Kardanwellen. CVD-Wellen ist der Vorteil, man kann sie auseinanderbauen und die Verschleißteile, die anfallen, einzeln tauschen. Ist günstiger, wenn nur der Stift getauscht werden muss oder nur die Tonne oder die Kupplung oder die CVD, der Antriebsknochen, wenn nur eins dieser vier Teile getauscht werden muss. Bei der Kardanwelle ist es so, die könnt ihr nicht reparieren. Beziehungsweise, es ist mir nicht bekannt, dass man es mal eben so machen kann, ohne einen immensen Aufwand. Ich bin der Meinung, man kann sie nicht reparieren, die Kardanwellen. Wenn, dann macht man eher mehr kaputt, als man repariert. Das haben wir jetzt in beiden Achsen jeweils. Also der GT hat vorne und hinten CVDs mit Manschetten, die den Schmutz fernhalten sollen. Und der Buggy hat ja Offroad-typische Kardan-Antriebswellen, die Schmutz nicht interessiert. Auch so eine Sache. Der Buggy, was war noch anders? Eben hatte ich es noch. Ja, Entschuldigung, Vorderachse. Beide Autos Vorderachse. Die sind beide noch im Kit-Zustand. Beide nagelneu, nicht einen Meter gefahren. Glaube ich zumindest. Das ist nicht mein Auto, aber ich bin der Meinung, der ist nicht gefahren. Nein, ist er nicht. wir haben die C-Hubs. Buggy-typisch. Vorne 17,5 Grad Nachlauf. Ich habe mich aber GT beschwert, als ich das mein Aufbaufazit gedreht und hochgeladen hatte, dass wir hier so Buggy C-Hubs drin haben. Und zwar haben wir hier 15 Grad. Hier sind 17,5 und hier sind 15. Das heißt, wir haben beim GT schon weniger. Es ist aber immer noch zu viel. Na, im GT, wie ich finde. Aber es ist ein leichter Unterschied. Die Flanken von den Achsschenkeln sind gleich. Die Achsschenkel sind gleich. Das ist so ziemlich das Gröbste, was ein Buggy von einem GT oder ein GT von einem Buggy unterscheidet. Es ist nämlich fast nichts. Es ist wirklich wenig. Wir sehen hier im Grunde ein GT. Jetzt haben wir nur einen hochgebockten GT, wir haben andere Dämpferbrücken, wir haben andere Dämpfer, wir haben andere Reifen, wir haben einen Flügel und andere Karohalter, natürlich. Ne? Ansonsten war es das. Wir sehen hier einen tiefgelegten Buggy. Wir haben andere Dämpferbrücken, wir haben andere Dämpfer, wir haben andere Karohalter, wir haben einen Frontrammer und der ist flach und für Asphalt. Der ist Offroad. Das war's. Mehr unterscheidet ein Buggy nicht von einem GT. So doll ist das gar nicht. Gut, klar kann man jetzt noch sagen, das ist eine Buggy Karo. Das ist eine GT Karo. Da sieht man dann doch schon sehr deutlich den Unterschied. Wenn ich jetzt nachher den Flügel abbaue, den Buggy an die Räder verpasse und die Karo einfach nur optisch drauflege, so dass es optisch gut aussieht, könnte man denken, oh, Marcel hat sein GT ganz schön verstellt. Weil auf einmal sieht es aus wie ein GT. Es liegt eigentlich fast immer nur an der Karo, Optik. Nur von Optik, nicht vom Fahrverhalten überhaupt nicht, aber Optik. Ne? Ja. So. Es gibt Leute, die wollten dieses Video sehen. Ich habe dieses Video jetzt gedreht. Ich hoffe, es war zu eurer Zufriedenheit. Moment mal.
Alles gut. Ich habe mich nicht getäuscht. Ich habe gedacht, ich habe gerade noch einen Teil entdeckt. Und zwar der Servo-Saver ist hier aus Alu. Und da auch. Ich dachte, meiner wäre aus Kunststoff und der aus Alu. Das wäre jetzt auch eine Neuigkeit für mich gewesen. Aber es ist tatsächlich so, dass beide aus Alu sind. Normalerweise ist hier ja, wie gesagt, auch Middle Lift drin. Das ist jetzt gerade nur zum Test. Ne? Aber es, das Thunder Tiger, der Thunder Tiger Spool passt auch wie beim Mugen hier in den HB Racing, in den GT rein. Oder in den Buggy. Wenn ihr kein Middle Lift fahren wollt, was ihr, glaube ich, im Offroad immer fahren wollt, macht auch Sinn. Ja, das war's. Mehr muss ich nicht machen. Mehr muss ich auch nicht sagen, weil alles andere ist pure Zeit. Pure künstliche Zeiterzeugnis. Ein Zeiterzeugnis. Zeitzauberei. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll gerade. Reicht auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo da habt, lasst ein Abo da. Ist umsonst. Guckt in die Videobeschreibung. Da habe ich zwei Kanäle und einen meiner Partner verlinkt. Guckt da mal rein. Ab der nächsten Woche, wir haben heute den 18.01.2019. Ab nächster Woche gibt es da sehr schöne neue Sachen. Zumindest schon mal eine. Und dann wird es so im Laufe des Jahres wird es bei Team Undercover, von Team Undercover rede ich übrigens, viele neue Sachen geben, viele neue schöne Sachen. Und da werde ich auch noch einiges präsentieren. Das ist nämlich geiles Zeug, was da kommt. Und dann gibt es bald noch Neuigkeiten. Es ist schon wieder was geschehen, was so nicht geplant war. Es gibt nur große Neuigkeiten, für mich zumindest. Und das könnte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Der eine oder andere wird mich dafür haten. Der eine oder andere wird sich dafür für mich freuen. Mal gucken. Ne? Gut. Das war's von mir und meiner Couch. Weil die halt noch so hier stand von gestern, dachte ich, oh, drehst du mal ein Video so. Ist doch ganz okay. Ja, ja, ja. Gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.